zu einer neuen Ausgabe von TUC Talk. Wir wollen uns heute mit der Mathematik beschäftigen. Seit jeher war sie ein wichtiges Schulfach, zwar nicht immer beliebt, aber unvermeidbar und häufig entscheidend für Erfolg oder Misserfolg. Zudem spielt die Mathematik auch im Studienleben eine Rolle, ob als eigenständige Disziplin oder als Nebenfach in Natur-, Ingenieur- oder sozialwissenschaftlichen Studiengängen. Gehören Sie vielleicht auch zu den Personen, bei denen sich angesichts Stochastik oder inversen Matrizen einige Schweißperlen auf der Stirn bilden? Wir haben heute den Dekan der Fakultät für Mathematik eingeladen, der meint, man solle der Zahlenwissenschaft nicht mit Angst, sondern mit Respekt begegnen. Professor Oliver Ernst wurde in Offenburg in Baden-Württemberg geboren. Nach seinem Mathematikstudium an der Universität Karlsruhe und seiner Promotion an der Stanford University war er zunächst an der Universität in Maryland und an der Bergakademie in Freiberg beschäftigt, bevor er im Jahr 2013 als Professor für numerische Mathematik nach Chemnitz kam. Seit April 2019 steht er der Fakultät für Mathematik als Dekan vor. In seiner Amtszeit möchte er die Einrichtung eines Graduiertenkollegs der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Fakultät etablieren und sich für Fortschritte beim Übergang von Schule zu Studium einsetzen. Der sich durch Beharrlichkeit auszeichnende Mathematiker verfolgt zudem zielstrebig die Errichtung eines neuen Mathematikgebäudes an unserer Universität, in welchem er seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit mit noch mehr Begeisterung nachgehen kann. Besonders stolz ist er darauf, dass es in den letzten Jahren durch eine Reihe erfolgreicher Berufungsverfahren gelungen ist, international anerkannte Mathematiker an die TU Chemnitz zu holen, die er mittlerweile zu seinem engeren Kollegenkreis zählen darf. Hallo Herr Ernst, herzlich willkommen bei TUC Talk. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass Sie hier sein können. Wir sprechen ja heute so ein bisschen über die Mathematik. Bei manchen Menschen löst das ja so ein bisschen Angstzustände aus oder hat zumindest irgendwo einen schlechten Ruf. Wie erklären Sie sich das? Ja gut, die meisten Menschen kommen mit der Mathematik ja in ihrer Schulzeit ausschließlich in Berührung, sodass die Assoziation von Mathematik mit Angst vielleicht eher auf negative Schul- oder Prüfungserfahrungen zurückzuführen sind. Dabei hat, wenn man die Mathematik mit anderen Schulhauptfächern wie etwa Deutsch vergleicht, die Mathematik ja durchaus Vorzüge. Wenn man etwas investiert, ein bisschen dafür tut, dann sind Mathematikarbeiten eigentlich gut vorhersagbar. Man weiß, was drankommt und die Bewertung von einer Mathematikarbeit ist ja durchaus objektiver zu gestalten als beispielsweise die Bewertung eines Deutschaufsatzes. Einen schwierigen Sachverhalt nach viel Mühe und nach vielen Fehlversuchen endlich durchschaut und verstanden zu haben, ist ja etwas, was eigentlich jeder machen kann. Und diese Erfahrung, die löst eigentlich eher Glücksgefühle denn Angstgefühle aus. Jetzt ist es aber auch so, dass unser Bildungssystem gegenwärtig große Probleme hat, dass die Tatsache, dass immer größere Anteile eines Jahrgangs das Gymnasium besuchen, Abitur machen, später studieren. Da gelingt es nicht immer, die Mathematik so zu lehren, wie sie eigentlich gelehrt werden sollte, nämlich gekonnt von ausgebildeten Fachkräften, mit viel Geduld und ausreichender Übung. Dass es nicht überraschend ist, dass man in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr eine Abnahme an mathematischen Kenntnissen und Fähigkeiten bei den Schulabgängern und demnach auch bei den Studienanfängern beobachtet. Demgegenüber stehen auch jedoch größere Herausforderungen in Technologie und auch gibt es auch ökologische Herausforderungen, die alle eher ein Mehr denn ein Weniger an Mathematikkenntnissen, Mathematikfähigkeiten bei unseren Studierenden und bei unseren Ingenieuren und Wissenschaftlern erfordern. Denken Sie an die Klimakatastrophe, denken Sie an Herausforderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, wo sehr viele mathematische Probleme auftauchen, oder aktuell die Entwicklung einer Strategie gegen die Corona-Pandemie. Da gibt es auch jede Menge mathematische Modelle, mithilfe derer Entscheidungen und Gegenmaßnahmen entwickelt werden. Ja, und schließlich geht es bei der Mathematik ja nicht nur um das Erlernen eines Berufes. Es sind auch elementare Kulturleistungen, die man im Zuge der Beschäftigung mit Mathematik in der Schule oder auch an der Universität erwirbt. Denken Sie daran, dass im Zuge der großen Informations- und Desinformationskampagnen im Internet es immer wichtiger wird, bei klarem Verstand zu sein, logisch denken zu können, logisch argumentieren zu können. Und das sind alles Dinge, die man auf hervorragende Weise mit der Beschäftigung mit Mathematik lernen kann.
Naja, Sie haben es ja auch gerade selber schon gesagt, wenn die Schülerinnen und Schüler in der Schule schon Probleme mit der Mathematik haben, wird es ja dann im Studium nicht besser. Wie begegnen Sie diesen Herausforderungen? Ja, im Freistaat Sachsen hat sich ähnlich wie in anderen Bundesländern haben sich verschiedene Gruppen zusammengetan. Ich selbst beteilige mich beim Arbeitskreis Schulmathematik. Das ist ein Zusammenschluss von Kollegen aus den mathematischen Fachbereichen der vier sächsischen Universitäten. Und wir haben einige Bereiche, in denen wir versuchen, die entstandene Lücke beim Übergang Schule zu Hochschule zu schließen. Wir organisieren Lehrerfortbildungen. Wir versuchen, das Kultusministerium bei der Revision der Lehrpläne und bei dem Entwurf von Abituraufgaben in Mathematik zu unterstützen. Wir haben jede Menge Öffentlichkeitsarbeit. Ein aktuelles Beispiel ist die inzwischen jährliche Veranstaltung an der Fakultät für Mathematik, der Tag der Mathematik, dieses Jahr im April, am 25. April in der dritten Iteration. Das ist ein Schülerwettbewerb, bei dem Schülermannschaften in verschiedenen Altersstufen mathematische Rätsel auf kreative Art und Weise lösen. Es gibt mathematische Labore und es gibt zwei Vorträge. Und gleichzeitig haben wir jede Menge Sponsoren, die darlegen, wie Mathematik in der Industrie, später im Berufsleben Anwendung findet. Also eine schöne, runde Sache. Ja, das sind ja alles Angebote für Schülerinnen und Schüler, aber wie sieht es denn mit unseren Studierenden aus? Was können Sie denen anbieten? Ja, die Fakultät für Mathematik, die gibt es schon fast 50 Jahre. Wir haben derzeit 8 Studiengänge, 15 Professoren, seit Oktober auch die erste Professorin, die Frau Professor Freiberg, die jetzt auf die Stochastik berufen wurde. Und wir haben ca. 200 Studierende. Einige neue innovative Studiengänge zu nennen wären zum Beispiel der Studiengang MINT, den wir gemeinsam mit der Physik veranstalten. Und da kann man im ersten Semester die Grundvorlesungen nicht nur von Mathematik, sondern auch in der Physik und in der Informatik hören. Wenn man also in diesem Bereich was lernen möchte und sich nicht für eins der drei Fächer entscheiden kann, dann muss man das erst zu einem viel späteren Zeitpunkt tun. Ein weiterer interessanter Studiengang ist der Masterstudiengang Data Science an unserer Fakultät, gemeinsam mit der Fakultät für Informatik. Hier geht es um mathematische Methoden, die in der künstlichen Intelligenz und den Datenwissenschaften notwendig sind. Und ja, gerade hier erfreuen wir uns großen Interesses, nicht nur bei Studienbewerbern, sondern auch bei der örtlichen Technologieindustrie, die sich sehr freuen, dass wir hier junge Menschen in diesem Bereich ausbilden. Ja, nicht nur in disziplinären Studiengängen für Mathematiker. Es ist auch so, dass nahezu alle Studiengänge an der TU Chemnitz einen gewissen Anteil von Mathematik enthalten, sodass ja, nahezu jeder Studierende mit mir oder mit einem Kollegen in einer Vorlesung zu tun haben wird. Die Fakultät für Mathematik leistet nicht nur im Bereich Lehre einen großen Beitrag an der TU Chemnitz. Auch in Forschungsverbundvorhaben gibt es in großen Teilen mathematische Haupt- oder Teilfragestellungen, die von Kollegen aus meiner Fakultät vertreten werden und die dann auch diese Verbundvorhaben, beispielsweise der bis vor kurzem laufende Bundesexzellenzcluster MERT, wo viele Kollegen beteiligt waren, aber auch viele andere aktuell laufende Forschungsvorhaben. Ja, die Fakultät ist nicht nur bei der Unterstützung anderer Forschungsvorhaben fleißig, sondern sie bemüht sich natürlich auch um innermathematische Forschungsvorhaben. Da sind wir auch an der internationalen Spitze gleich mit dabei. Ein Beispiel ist die Jahrestagung der Deutschen Mathematikervereinigung, die im September 2020 von der Fakultät für Mathematik an der TU Chemnitz ausgerichtet wird. Dort wird die mathematische Weltspitze vortragen. Es gibt auch einen öffentlichen Vortrag für die mathematisch interessierte Öffentlichkeit. Da haben wir dieses Jahr den Professor Pottmann von der Universität Wien und er wird in einem schönen illustrierten Vortrag aufzeichnen, wie Methoden der Geometrie eingesetzt werden können, um wunderschöne Gebäude in allen möglichen Freiformen in der ganzen Welt entstehen zu lassen. Also wer nicht nur wegen der Mathematik kommen will, der kann allein schon wegen der schönen Bilder zu diesem Vortrag kommen. Sie sind ja jetzt auch seit fast einem Jahr der Dekan. Was ist denn eigentlich Ihre Zukunftsvision für die Fakultät?
Zukunftsvision für die Fakultät. Wir sind gerade an der Fakultät für Mathematik dabei, so eine Verjüngung zu durchleben. Es gab eine Reihe von Professoren, die zur Wiederbesetzung anstanden. Und ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, sehr hochkarätige Forscher an die Fakultät für Mathematik zu bringen. Wir haben eine sehr junge, dynamische Mannschaft und wir bemühen uns in nächster Zeit um die Einrichtung eines DFG-Graduiertenkollegs. Das Thema wird sein mathematische Methoden zur Quantifizierung von Unsicherheiten. Das ist ein Thema, das sowohl in den technischen Anwendungen, aber auch innermathematisch sehr viele interessante Herausforderungen birgt. Und wir sind angesichts der aktuellen Zusammensetzung der Fakultät eigentlich hervorragend positioniert, dieses Thema auf Jahre hin sehr erfolgreich zu bearbeiten. Ein weiteres Ziel der Fakultät ist, eine neue Heimat zu finden. Wir sind seit 50 Jahren provisorisch in einem Wohnheimgebäude, einem schönen Plattenbau, untergebracht. Und wir würden uns sehr freuen, wenn es gelingen würde, in den nächsten Jahren ein neues Haus der Mathematik zu bauen, das alle Anforderungen eines mathematischen Fakultätsgebäudes erfüllt. Wir erfreuen uns großer Unterstützung in diesem Anliegen durch das Rektorat und durch das Dezernat für Bauwesen und Technik. An dieser Stelle möchte ich mich auch dafür herzlich bedanken bisher und wir sind guten Mutes, dass es in den nächsten Jahren auch soweit sein wird. Ja, dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen für all Ihre Vorhaben. Herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Fakultät. Gern geschehen. Wir begrüßen in der nächsten Ausgabe die Gleichstellungsbeauftragte der TU Chemnitz. Carla Kebsch setzt sich dafür ein, dass Chancengleichheit in allen Bereichen von Studium, Lehre, Forschung und Verwaltung hergestellt wird. Wir sprechen mit ihr über familiengerechte Hochschulen, die Chancengleichheit der Geschlechter sowie die Förderung von Diversität. Wie immer können Sie uns Ihre Fragen zum Thema an die eingeblendete E-Mail-Adresse schicken. Bis zum nächsten Mal.